Herren, herzlich willkommen zu unserer Bilanzpressekonferenz der Königinstraße hier in München in den Räumen der LFA-Förderbank Bayern. Wir freuen uns sehr über die große Resonanz, die unsere Bilanzpressekonferenz schon im Vorfeld auch gehabt hat. Ganz besonders darf ich begrüßen Frau stellvertretende Ministerpräsidentin, Staatsministerin für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie, Frau Esse Aigner, die heute auch, aber nicht nur in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsvorsitzende zu Ihnen sprechen wird. Die wirtschaftspolitischen und die wirtschaftspolitische wie konjunkturelle Großwetterlage schildern wird mit den jeweiligen Auswirkungen auf die Tätigkeit unserer Bank und auf die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte unserer Tätigkeit. Anschließend werde ich zu Förderpolitik und unseren Bilanzzahlen sprechen. Daraufhin stehen wir Ihnen natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Die Bitte wäre, wenn Sie sich jeweils mit Namen, dem Medium, das Sie vertreten, vorstellen würden und auch sagen würden, an wen Sie die Frage richten. Anschließend gibt es auch einen Imbiss und Frau Aigner und wen Sie auch wollen, steht natürlich auch für Einzelinterviews anschließend zur Verfügung. Ja, Frau Staatsministerin, ich darf Sie bitten. Vielen Dank, Herr Dr. Bayer, meine sehr geehrten Herren des Vorstands, meine Damen und Herren. Es ist wirklich eine Freude, heute die Bilanzpressekonferenz hier abhalten zu dürfen. Man kann wirklich sagen, Bayern geht es sehr gut. Wir wappnen uns aber auch für die Zukunft. Die Beschäftigtenzahlen sind auf Rekordniveau. Das Einzige, was auf Talfahrt ist, sind die Arbeitslosenzahlen. Aber das ist ja auch in unserem Sinne. Und es ist schon bemerkenswert, dass unter den ersten 10 Kommunen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland alle 10 Kommunen aus Bayern sind. Und das, finde ich, ist schon eine positive Botschaft, vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber natürlich auch für unsere Firmen. Und deswegen kann man wirklich sagen, Bayern ist in einer echten Position der Stärke. Und es ist uns aber auch klar, dass wir Zukunftsherausforderungen haben. Das eine ist, dass wir Wachstumsbremsen natürlich immer wieder versuchen müssen abzuwehren. Die kommen gewöhnlicherweise aus den Häusern von Frau Nahles und Frau Schwesig. Oder auch Fragen wie Erbschaftssteuer, wo wir natürlich gerade im Sinne unserer mittelständischen Betriebe immer aufpassen müssen, dass hier die Unternehmensnachfolge nicht gefährdet wird. Insofern haben wir auch immer wieder gut zu tun, um die Wachstumsstärke nicht zu behindern, sondern im Gegenteil die Kräfte auch zu entwickeln. Und diese wirtschaftliche Situation, die wir haben, die haben natürlich auch viele, viele Gründe. Ein wesentlicher Grund ist eben auch sehr stark, dass wir im Mittelstand gut aufgestellt sind. Ich war gestern auf der Hannover Messe und habe viele bayerische Firmen wieder sehen können, die Weltmarktführer sind mit einer riesigen Exportquote. Da kann man wirklich sehen, welche Kraft auch in mittelständischen Firmen, gerade bei uns, steckt, natürlich auch in den Global Playern, aber auch der Mittelstand ist hier unglaublich präsent und deshalb haben wir hier eben immer wieder unser Augenmerk und uns ist vor allem immer auch wichtig, dass wir uns hier für den Mittelstand in allen Belangen vernünftig einsetzen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist eben hier die Möglichkeit der Finanzierung und die günstigen Finanzierungsbedingungen und genau hier sitzt eben die LFA-Förderbank an. Das ist die Grundlage für die Schaffung des unternehmerischen Erfolgs und das zeigen auch die aktuellen Zahlen, die Ihnen dann Herr Dr. Bayerl eben vorstellen will. Man kann insgesamt sagen, es ist unglaubliche Höhen. Förderkreditzusagen in Höhe von 1,74 Milliarden Euro ist eine Riesensumme, die wir zur Verfügung stellen und damit hat die LFA auch im vergangenen Jahr entscheidend zum Erfolg der bayerischen Unternehmen beigetragen. Da schon mal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Ich will aber noch eine kleine Seitenbemerkung haben, weil es aktuell heute in der Zeitung gewesen ist. Wir haben auch noch andere Rahmenbedingungen, die wir immer wieder abwehren müssen. Zum Beispiel auch die Rechnungslegungspflichten für die mittelständischen Betriebe, die immer wieder versucht werden, aus dem angelsächsischen Raum auf die neuen Standards umzuändern und nicht nach HGB. Das halte ich für schwer verdaulich. Ganz im Gegenteil, wir müssen sowieso dann doppelt Rechnungslegung machen, was nicht im Sinne der Unternehmen ist. Und deshalb werden wir uns auch dagegen zur Wehr setzen. Das sind auch Wachstumsbremsen, auf die wir gut verzichten können, weil es bisher gerade bei der Unternehmensstruktur mit Kreditfinanzierung und nicht Kapitalmarktfinanzierung bei uns sehr gut läuft. Und das ist ja auch das Kerngeschäft, wo sich die LFA betätigt. Das sind die bestehenden mittelständischen Betriebe, das ist mir immer sehr wichtig, aber ich habe auch gesagt, wir stellen uns für die Zukunft sehr stark auf und da haben wir
bei uns natürlich die Gründer sehr im Auge. Der Herr Dr. Bayerl hat schon ein schönes Magazin hier auch aufgelegt. Wir wollen die Gründerszene in Bayern massiv unterstützen. Wir wollen wirklich ein Gründerland Bayern generieren und wirklich der Gründerstandort schlechthin sein von Deutschland. Wir wollen hier ein Silicon Valley sozusagen auch weiter gründen und auch mit diesen konkurrieren. Und wir haben hier beste Voraussetzungen, weil wir eben wachsende Gründerszene haben, gute mittelständische Betriebe, die daraus werden können, aber auch die Partner im Mittelstand und den großen Firmen, die hier sehr stark bei uns vernetzt sind. Und deshalb setzen wir hier einen ganz klaren Schwerpunkt auch in den Finanzierungsbedingungen. Die neuen Finanzierungsformen sind für die Gründer deshalb sehr wichtig, weil gerade an den Schwellen zu neuen Technologien, Industrie 4.0 ist hier das Stichwort, die Finanzierung für Gründer oft nicht ganz einfach ist über die Bank, über das Bankensystem. Und deshalb haben wir hier auch die Problematik, dass manche eben nicht wachsen können oder sich nicht gründen können. Wir haben hier aber schon viele Instrumente, die wir eben ausbauen wollen und haben hier öffentliche Wagniskapitalgesellschaften und Fonds, die wir unterstützen wollen. Wir haben bei der hundertprozentigen Tochter der LFA, nämlich mit Bayern Kapital, schon viel erreicht, muss man ausdrücklich sagen. Und diesen Weg verstetigen wir. Wir legen eine neue Fondsgeneration auf mit 85 Millionen Euro, das gerade in der ersten Gründungsphase die Firmen unterstützen soll. Und das Neue, was wir vor einem Monat erstmals öffentlich jetzt vorgestellt haben und auch auf den Weg gebracht haben, ist eben eine Wachstumsfinanzierung für die Firmen, die schon den ersten Schritt hinter sich, erfolgreich hinter sich haben und dann ins Wachstum kommen und einen Wachstumsfonds in Höhe von 100 Millionen Euro hier auflegen, zur Hebelung, wie man so schön sagt, privaten Kapital, sodass wir insgesamt auf eine Summe von 250 Millionen Euro für die Wachstumsphase von jungen Firmen kommen wollen. Das ist auch ein gewaltiges Zeichen, das gibt es auch in keinem anderen Bundesland, das will ich hier ausdrücklich nochmal herausstellen. Wir haben ferner noch zur Stärkung des Wagniskapitalangebots am VC-Standort Bayern die Zusammenarbeit der LFA-Förderbank mit der Europäischen Investitionsfonds ausgebaut, weiter ausgebaut. Hier gibt es schon einen Grundstock von 100 Millionen, den haben wir nochmal um 50 Millionen, dann auf 150 Millionen aufgestockt und die Mittel sind wirklich sehr gefragt. Bisher haben 18 Wagniskapitalfonds in Bayern Investitionszusagen in Höhe von fast 100 Millionen Euro erhalten. Das ist auch eine gewaltige Summe und ist ein gutes Zeichen. Die LFA ist ein wirklich unverzichtbares Element und Instrument moderner Wirtschaftspolitik und sie leistet als Förderbank für den bayerischen Mittelstand, wie gesagt, einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg unseres Standortes. Sie steht eben den kleinen und den mittleren Unternehmen sowie den Existenzgründern als Finanzierungspartner immer zur Seite und die klassischen Programme der LFA werden beständig modernisiert und an die veränderten Bedürfnisse der Unternehmen angepasst. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit und deshalb ist die LFA auch so erfolgreich und gleichzeitig reagieren wir eben auf Veränderungen für die Wirtschaft mit neuen Produkten und auch Finanzierungsangeboten. Dass die Produkte der LFA den Bedarf der mittelständischen Unternehmen entsprechen, zeigen auch die Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Und ich kann wirklich sagen, die LFA Förderbank leistet zum Thema Zukunftsinvestitionen zusammen mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen entscheidenden und wirklich unverzichtbaren Beitrag für unseren Standort. Ich möchte mich deshalb wirklich ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Dr. Bayerl, und bei dem gesamten Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für Ihr Engagement im Namen der bayerischen Wirtschaft bedanken. Wir wissen das zu schätzen und bauen auch in Zukunft auf Sie. Herzlichen Dank.